Herzlich willkommen zu OK 54 Nachgefragt. Am Wochenende erzielte die TBB Trier einen sensationellen Erfolg. Einen knappen Sieg fuhr sie heim, 80-81 gegen Hagen. Damit ist die TBB auf Platz 8 in der ersten Bundesliga und auf einem Playoff-Platz. Zu Gast im Studio begrüße ich den Trainer Henrik Rödel. Hallo. Herr Rödel, wie haben Sie denn das Spiel am Sonntag in der Arena Trier erlebt? Wir haben sehr, sehr gut angefangen, sehr konzentriert gearbeitet. Hatte den Eindruck, dass Hagen auch noch nicht so richtig wach war am Anfang. Wir haben wie die Feuerwehr losgelegt, 15 Punkte im ersten Viertel geführt, dann im zweiten Viertel sogar auch noch über 20. Zeitweise kam ein kleiner Bruch und ich hatte den Eindruck, dass dann auch Hagen irgendwie mehr ins Spiel gefunden hat. Dann waren es nur noch 10 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat auch da wieder Hagen den schnelleren Start gehabt und von da an ging es eigentlich hin und her bis zum Ende. Ja, diese Spannung wie in einem Krimi, wie war das denn für Sie als Trainer, dieses Nervenaufreibende, wie haben Sie diese Anspannung verarbeitet? Ja, verarbeitet, also ich denke, dass klar, also für alle war das eine sehr, sehr spannende, sehr intensive Begegnung, nachdem das am Anfang so aussah, als wäre es heute ein etwas ruhigerer Abend, wurde es dann doch sehr, sehr spannend und wir müssen natürlich dann auch am Ende sagen, dass wenn man in der letzten Sekunde den letzten Korb macht, dass es auch ein glücklicher Sieg war. Sicherlich nicht unverdient, jetzt weniger verdient als Hagen oder so, aber es war natürlich ein sehr knappes Spiel und sehr aufregend und natürlich auch nervenaufreibend für alle, die beteiligt waren. Was hat denn der Sieg für Sie bedeutet und für die Mannschaft? Ja, ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war jetzt, vor allem in der Phase, wo wir doch sehr viele gesundheitliche Probleme haben, mehr als im Rest der Saison bis jetzt. Wir haben zwei Spieler, die normalerweise viele Spielanteile bekommen, wie George Evans und Oscar Fassler, beide ausfielen und einige andere Spieler auch Probleme hatten, angeschlagen waren. Und ich glaube, dass man das auch gemerkt hat, vor allem in der zweiten Halbzeit, dass uns ein bisschen die Kraft gefehlt hat, die wir sonst doch haben, um in der zweiten Halbzeit besser zu spielen, weil wir in der Regel ja in der zweiten Halbzeit oder auch im vierten Viertel wirklich viele Spiele gedreht haben oder auch dann erst gewonnen haben und da eigentlich in der Regel besser spielen oder größere Intensität haben als der Gegner. Was waren dann für Sie die herausragenden Gründe, warum Sie den Sieg heimgebracht haben? Ja, ich denke, dass wir trotz der Probleme, die wir hatten, immer wieder auch jemanden gefunden hat, der dann ganz wichtige Wurf getroffen hat oder in der Verteidigung was ganz Besonderes gemacht hat. Das ist in der letzten Zeit schon so etwas wie ein Zeichen von der Mannschaft, die jetzt sehr viele knappe Spiele gewonnen hat, sehr wichtige Spiele auch. Wir waren jetzt in vielen Spielen nicht unbedingt dominant, aber wir haben halt am Ende einen Weg gefunden zu gewinnen und da waren jetzt mehrere dabei. Jetzt die letzten zwei Spiele auch und ja, für mich natürlich kann es so weitergehen, das ist klar. Aber die Mannschaft hat da wirklich mentale Stabilität am Ende des Spiels. Wie wurde denn dann gefeiert? Ja, also großartig gefeiert. Jetzt, ich glaube, dass erstmal ein Stein von Herzen gefallen ist. Jetzt kein Grund, übermäßig sich zu freuen. Ich denke, dass man das Spiel dann, wir haben das heute auch analysiert, um zu sehen, welche Fehler wir gemacht haben, um besser zu werden. Wir sind jetzt in einem Zeitpunkt der Saison, wo man sehr zufrieden sein darf, glaube ich, mit dem, was die Mannschaft bis jetzt geleistet hat. Aber wo natürlich die Mannschaft dadurch, dass sie auch so gut steht, im Moment natürlich jetzt auch den Ehrgeiz hat, daran weiter anzuknüpfen und weiter versucht, die Spiele zu gewinnen, um zu sehen, was dann da am Ende dabei rauskommen kann. Wie erklären Sie sich diesen schnellen Erfolg innerhalb von einer Saison, doch sportlich dann so einen Erfolg vorweisen zu können? Ja, also wir sind noch nicht fertig. Und im Vergleich zur letzten Saison doch ein großer Schritt. Ja, wir haben wirklich einen sehr guten Stand im Moment. Die Mannschaft spielt wirklich gut. Wir haben sicherlich auch einige knappe, glückliche Spiele gewonnen. Aber insgesamt zeichnet sich die Mannschaft durch große Stabilität aus, durch Kampfgeist, durch Geschlossenheit und ist dadurch konkurrenzfähig geworden. In dieser Liga hat sich gefunden und das ist etwas, was einen als Trainer sehr freut natürlich. Ich glaube auch für alle Verantwortlichen eine große Erleichterung ist, dass das jetzt so geklappt hat. Ich denke, dass wir viel Glück gehabt haben, auch mit einigen Leuten, die wir bekommen haben. Aber dass da auch ein Kern war, der schnell zusammengefunden hat und als Mannschaft sehr gut funktioniert. Und dann kann man in der Liga Dinge erreichen. Was haben Sie dann vor, um diese Stärken, die Sie da aufgezeigt haben, noch zu festigen für die Zukunft? Ja, ich denke, wir sind eine junge Mannschaft. Wir haben einige Spieler, die auch langfristige Verträge haben. Wir hoffen, dass die natürlich auch weiter Leistungssprünge machen und weiter besser werden bei uns.
Und natürlich steht und fällt alles damit, dass die Mannschaft, die wir wann auch immer aufs Feld bringen, zusammenarbeitet und die Dinge bringt, die wie wir von ihr gerne sehen möchten, dass sie hart arbeitet, dass sie zusammenhält, dass sie gute Würfe findet. Und ich denke, dann werden wir konkurrenzfähig sein. Und dann ist es ein Sport, manchmal ist man ein bisschen glücklicher, manchmal hat man ein bisschen mehr Pech. Also jetzt im Moment haben wir zwei Spiele gehabt, wo wir sehr gut gearbeitet haben, aber natürlich auch das nötige Glück des Tüchtigen gehabt haben. Jetzt kommen noch sehr, sehr viele Spiele. Wir spielen eigentlich außer gegen Berlin, gegen alle Mannschaften noch, die über uns in der Tabelle sind. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr, sehr schweres Restprogramm. Deswegen würde ich die momentane Tabellensituation nicht überbewerten. Natürlich freut es uns, aber wir werden noch sehr, sehr viele schwere Spiele haben und wir werden dann am Ende sehen, was dabei rauskommt. Ja, also seit 7 Jahren das erste Mal reale Chancen auf die Playoffs. Wenn Sie da auf die Gegner schauen, vor wem haben Sie denn da vielleicht besonderen Respekt? Ja, nochmal, also wir haben wirklich gegen die besseren Mannschaften der Liga jetzt noch nicht gespielt in der Rückrunde. Und da ist natürlich klar, dass wenn wir zu Hause gegen Frankfurt oder in Bamberg spielen müssen oder Oldenburg hierher kommt und auch Adland am Ende im letzten Spiel noch und wir nach Braunschweig fahren müssen. Also wir haben noch sehr, sehr viele schwere Aufgaben vor uns. Und das waren nicht die einzigen. Also wenn wir natürlich weiter so spielen wie jetzt, werden wir auch in den Spielen aus meiner Sicht konkurrenzfähig sein und eine Chance haben zu gewinnen. Aber ich denke noch nicht, dass es Zeit ist, jetzt erstmal Fazit zu machen, sondern man sagt, okay, Momentaufnahme ist gut. Wir sind in einer guten Situation und Position, wollen die natürlich, wenn es geht, halten oder ausbauen. Aber der Rest der Saison wird sicherlich nicht einfach. Wo sehen Sie denn noch Schwächen? Im Moment haben wir eher Probleme gesundheitlich. Ich hoffe, dass die Jungs fit bleiben. So eine Saison ist sehr anstrengend. Wir verlangen von den Spielern, dass sie sich immer im Training und auch in den Spielen verausgaben und unglaublich anstrengen. Wir haben noch keinen einzigen Spieler in die Mannschaft neu reingebracht. Das heißt, wir sind immer noch, und das ist sicherlich einzigartig in der Liga, mit dem gleichen Kader am Start. Das heißt aber auch natürlich, dass eine gewisse Abnutzung der Spieler, die sind natürlich zum Teil ein bisschen angeschlagen zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist normal im Februar, dass die Mannschaften und die Spieler nicht alle fit sind. Wenn wir da aber fit bleiben oder der ein oder andere sich auch noch regeneriert und wieder zurückkommt, dann haben wir eine gute Chance, auch weiter gut zu spielen. Wie werden Sie sich denn auf das nächste Spiel am Wochenende gegen Bremerhaven vorbereiten? Ja, dadurch, dass wir schon ein Hinspiel hatten, guckt man sich natürlich erstmal das Spiel an, das man schon gespielt hat. Bremerhaven hat allerdings auf einigen Positionen sich verändert und entwickelt sich natürlich genau wie wir während der Saison schon. Und das ist, also der erste Hinweis ist natürlich das erste Spiel und man guckt sich das nochmal an. Oder die letzten zwei Spiele, die halt Bremerhaven gemacht hat, wie die Mannschaft drauf ist, wer gerade spielt. Und natürlich ist Hauptaugenmerk vor allem am Anfang der Woche aufs eigene Team. Jetzt im Moment ist es leider so, dass wir darauf achten müssen, mehr, wer ist gesund und wer nicht und wer kann eigentlich richtig trainieren im Moment. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann auch im späteren Teil der Woche mehr taktisch auf den Gegner einstellen werden. Ja. Herr Rüdel, wie ist das mit den Fans? Sind Sie mit der Unterstützung der Fans denn so weit zufrieden? Also ich glaube, wir haben denen auch schon einiges geboten. Jetzt nicht zuletzt am Sonntag sicherlich sehr, sehr aufregend und spannend. Und wenn natürlich das gute Ende bei uns ist, glaube ich, freuen sich alle. Da war die Unterstützung wie in allen knappen Spielen bis jetzt phänomenal. Und sind mitgegangen, die Zuschauer in die Halle. Es ist sehr, sehr laut, wenn es eng wird und wenn die Zuschauer hinter uns stehen. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und vielleicht sogar noch ein paar dazukommen. Ja, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den nächsten Spielen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wir freuen uns auch schon auf die Playoff-Spiele. Mal sehen. Hoffentlich. Sie können die Sendung auch nachschauen im Internet. Die Adresse sehen Sie unten eingeblendet. Vielen Dank.